Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Let's Play Transport Fever. In der letzten Folge hatten wir ein kleines Problemchen. Wir hatten zu wenig Geld und das ist immer noch nicht da. Und da hatten wir ein bisschen auf Hyperspeed gedreht. Und diesen Hyperspeed, den habe ich jetzt nicht mehr drin. Ich habe noch ein bisschen überlegt, ich habe mir noch ein paar Pläne geschmiedet und ihr seht jetzt, es könnte passieren, dass wir noch weiter ins Minus rutschen. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen tue ich erstmal gucken, wo sind meine zwei Züge? Ne, hier. Wo ist der Zug? Wo ist der Zug? Die fahren alle voll. Wo ist der Zug? Kurz davor und der hier. Ja, da muss noch ein bisschen. Achso, hier. Zack. Also wenn der hier gleich in den Bahnhof einfährt, kann er noch auf mittelmäßigen Hyperspeed machen. Da müsste es eigentlich ordentlich Cash geben, weil der fährt hier auch voll wieder zurück. Da können wir eigentlich noch einen Waggon ranhängen, aber ich habe gerade nicht das Geld dazu. Eieieiei. Müssen wir wirklich noch ein paar Waggons ranhängen. Ich bin sehr gespannt, wie viel Geld es jetzt gibt. Wir haben ja wirklich zu viele. So, drücken wir mal kurz auf Stopp. Möchte einen schönen Screenshot machen. Zack. So, mal hier die ganzen Meldungen auszeigen. Zack, zack. Hier, zack, zack, zack. Meldung aus. Und so, nee, so, 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 nee, so. Das war schon richtig. Und jetzt ein bisschen näher ran. Zoomen, genau. Zack, zack, zack. Ah, der hat jetzt aufgehört mit in die Luft blasen hier. So. Nee, so. Zack, zack. Genau. Und zack, 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 zack. Zack. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt habe ich es drin. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das kostet. Was er einbringt. Aber wahrscheinlich ein bisschen was. Wir sind zwar hier jetzt wieder voll, aber wir warten immer noch Wähle. Und das wird ja hinten nicht genauso sein. Also was heißt nicht genauso, sondern genauso. Genau, wir warten auch schon 50. Eieieiei. Da ist wirklich Stopp und wir müssen uns mal kurz was leihen. So, eine 1,5 Million war das jetzt. Gehen wir mal rein. Nee, aufrüsten möchte ich nicht. Züge kaufen. Haben wir denn neue Lokomotiven? Nein, wir haben aber Wagen. Da hängen wir hier einmal 3 oder 4 an den einen noch mit dran. Und 3 an den anderen. Zack. Kann der auf ins Depot? Ja, der kann ins Depot. Das ist der 24er, genau. Da fährt der mal ins Depot. Und der andere, der liefert noch zurück. Das wird der mit den kurzen, genau. Machen wir mal auf weiter. Und in der Zwischenzeit, wo das geschieht hier, kann ich ja mal ganz kurz hier die Bahnstrecke vollenden. Wo ist denn die Bahnstrecke? Hier ist ja bestimmt Bahnhof. Zack. Zack. Zack.
Ganz kurze Schritte und dann geht das auch voll klar. Kostet das nicht so viel. Wir hätten jetzt wahrscheinlich schon mehrere tausend Geld ausgegeben. Aber wir sind sparsam. Ah ja, vorne habe ich eine größere Kurve gemacht, aber das macht ja nichts. Das schließen wir einfach mit ran. Genau. Das funktioniert. 21. Jetzt haben wir 9 und 7. 9 plus 7 sind wie viel? Der Schlaue sagt 16. Ich sage 21 sind zu teuer. Ne? Also es macht schon einen Unterschied. In der Musik sind kleine Rucklow drin. Das macht mir Angst. So, der ist drin, ja? Tun wir hier mal 1, 2, 3, 4. Genau. Und den schicken wir jetzt hier wieder auf seine Linie. Der muss jetzt aber warten, ne? Der hat rotes Signal. Wenn der ja durch ist, kriegt er auch nochmal. Der hat 6 Stück. Wie viel hat der jetzt? Der kann 48 Leute mitnehmen. Na, drehen wir den nochmal um. Also ab in nur 3. Dann tun wir auch nochmal hier welche kaufen. 1, 2. Und der 6 hat, der hatte vorher 4. Nein, gehen ja 6 rein. Ne? Hier gehen ja alleine 36 rein. Der hatte ja 6, 12, 24, 48. 48, 60 kann der jetzt mitnehmen. Ja, und mal so, sind dann 48, 54 und zuweisen. Da haben wir trotzdem jetzt zu viele Züge. Den Rest verkaufen dann einfach wieder. Wenn der abgecasht hat hier, dann tun wir den. Ja, ich weiß, hier warten jetzt sehr viele. Aber. Zack. Es kommt gleich ein Zug, keine Angst. Und der ist schon unterwegs hier, der große Zug mit 54, haben wir richtig gerechnet. Und da hinten warten jetzt auch eine ganze Handvoll. Volle Bahnhöfe. Schaut euch das an, wie viele hier warten. Wie viele hier warten? Das ist doch krass. Ich stehe ja so schön in einer Reihe drin. Mhm. Zack. Es gibt jetzt auch irgendwie mehr Bahnhöfe. Guck mal. Nee, doch nicht. Die habe ich, glaube ich, im älteren Spielstand. Also nicht einen älteren Spielstand. Ja, doch, älteren Spielstand schon. Aber mit einem anderen Jahr. So, gucken wir mal, was hier weggeht. Was dort reinpasst. Wir haben jetzt den hier drüben. 54 wird der angezeigt. Mal sehen, der wird auf jeden Fall voll. Und zack, voll. Krass. Und wie viel stehen jetzt hier noch? Immer noch 45. Ja, das wird mit der Zeit. Der fährt auch ein wenig länger jetzt wahrscheinlich. Das hatten wir jetzt von Tick. 8 Minuten waren es vorher, jetzt sind 10 Minuten. Das muss ich erst noch einfahren. Aber in der nächsten Folge tun wir jetzt erstmal hier den Zug aufrüsten. Und dann geht's weiter, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.